Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute eine Soy Luna Puppe, also so wie eine Barbie-Puppe, nur eben von Soy Luna. Geeignet ist die für Kinder ab 3 Jahren und von Gyoki Pulsosi. Hier vorne drauf steht Oise Patina, das heißt, heute wird geskatet und deswegen sind hier auch Rollschuhe dabei, natürlich auch ein Helm. Und eine richtig süße Soy Luna Puppe. Finde ich, sieht auch ein bisschen aus wie Soy Luna. Also man erkennt sie schon irgendwie. Und mal schauen, was hier noch so ist. Hier steht noch, dass die Inliner und der Helm mit dabei sind. Und die Hauptfigur aus der TV-Serie mit ihrer Leidenschaft für das Skaten. Ja, genau. Geeignet für Soy Luna Fans, die gerne diese Disney-Serie sich anschauen. Ich werde die natürlich jetzt auspacken, unsere Soy Luna. Und dann schauen wir uns die nochmal genau an. Und probieren natürlich auch aus, ob die damit skaten kann und ob der Helm ihr auch passt. So, komm da raus, liebe Luna. Alles wieder gut befestigt. Ich befreie die mal und dann schauen wir sie uns einfach mal an. So, ich habe sie endlich befreit. Die Arme kann man so bewegen. Nach außen und nach vorne und nach hinten. Der Kopf ist auch beweglich. Und ich finde irgendwie, die Augen sehen total ungewöhnlich aus. Also mal ganz anders als bei den anderen Puppen, die man so kennt. Und sie hat auch so Sommersprossen auf der Nase. Sieht irgendwie total lustig aus. Und ich finde, die hat super schöne Haare. Also ganz dick. Und so bräunlich, eigentlich schon so die Haarfarbe, wie die Luna das auch hat und auch leicht geblockt und gewellt. Dann ein super schönes Oberteil, das gefällt mir richtig gut, das oben wie so ein bisschen wie so spitze und eine kurze Jeanshose, aber das Ganze ist eins, also man kann das, wenn man möchte, so ausziehen und sie hat auch eine Unterhose drunter. Also es ist eigentlich wie ein Jumpsuit, kann man alles zusammen anziehen. Dann haben wir hier super coole Socken, ganz lange Strümpfe, die bis übers Knie gehen und die sind hier oben so ein bisschen gerafft, das ist hier so ein bisschen festgenäht, dass die so gerafft sind und hier oben ist auch noch so ein bisschen orange, passend zum Gürtel. Wir schieben das mal ein bisschen runter, damit ihr sehen könnt, das Knie ist beweglich, hier das Bein, das kann man auch hin und her bewegen. Und die Füße, die sind unbeweglich. Mal schauen, ob ihr die Rollschuhe passen. Es sind genau die Rollschuhe wie in der Serie. Also genau das gleiche Design. Und bei den Rollschuhen, das ist mir gerade schon aufgefallen, da kann man wirklich die Räder hier unten drehen. Also Rollschuhe an. Ist denn jemand von euch schon mal Rollschuh gefahren? Oder nur Inliner vielleicht? Dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Jetzt kommt noch der Helm. Der ist natürlich wichtig. Oh, ach, auf dem Helm hier, da steht sogar Soy Luna drauf. Mhm, sitzt perfekt. Das können wir wieder hochschieben hier. Und dann kann es auch schon losgehen. Die rollt richtig. Kann man überall mit herrollen. Funktioniert gut. Die hat so lange Beine. Deswegen sieht man hier gerade bei uns nur die Beine. Aber insgesamt ungefähr so groß wie eine Barbie, würde ich sagen. Ich kann mal eine normale Barbie, so eine ganz übliche, daneben halten. So, hier sehen wir Barbie und Luna zusammen. Also der Kopf ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied. Der Kopf von Luna ist viel größer. Sonst so vom Körper, ja, ungefähr gleich. Gut, auf den Rollschuhen ist sie jetzt etwas größer. Ich lege die mal so nebeneinander, damit ihr das sehen könnt. Mit Rollschuhen ein bisschen größer als Barbie, aber ungefähr gleich. Und die Beine sind auch ungefähr gleich lang. Nur eben der Kopf ein bisschen größer. Eine sehr, sehr coole Puppe zum Spielen und zum Frisieren, zum Rollschuhfahren. Also sehr vielseitig. Super geeignet für Soy Luna Fans.
Ich finde die auf jeden Fall klasse. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Sonst schaut natürlich unsere anderen Zoiluna-Videos. Wir haben schon ein paar Sachen von Zoiluna hier vorgestellt. Auch einen Zoiluna-Adventskalender. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, gerne da reinschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!